Ja, guten Abend, lieber Herr Direktor Schuller. Guten Abend, meine Damen und Herren. Herr Weihbischof, guten Abend, liebe Ursula Ehler. Den habe ich ja schon bei mir. In seinen Wilflinger Erinnerungen berichtet Heinz Ludwig Arnold, er sei mit Ernst Jünger, ich weiß, dass es sich um keinen Lieblingsautor von Tancred d'Horst und Ursula Ehler handelt, es geht mir um das Exempel, auf dem Ulmer Bahnhof gestanden, wo sich wegen einer Verspätung eine große Menschenmenge angesammelt hatte. Jünger im grauen Mantel, Hut, eine Aktentasche in der Hand, von einem mittleren Beamten kaum zu unterscheiden, habe auf die Leute deutend gesagt, Nigro Montan ist unter ihnen und sie wissen's nicht. Nigro Montan figuriert in Jüngers Werk als ein weiser, etwas geheimnisvoller Lehrer. Natürlich meinte der Sprechende sich selbst, der unerkannt, unbemerkt im Gedränge stand. Ich wandle das jetzt ab und sage, Merlin ist unter ihnen und sie wissen es nicht. Gemeint ist dieses Mal der Dichter eines seiner Hauptwerke, des 1981 am Düsseldorfer Schauspielhaus uraufgeführten Dramas Merlin oder das Wüste Land. Und die Unwissenden sind natürlich nicht Sie, meine verehrten Damen und Herren, die Sie zu dieser literarischen Mai-Andacht, mein Gott, war das immer was am 31. Mai, die letzte Mai-Andacht, die Sie zu dieser literarischen Mai-Andacht in die Katholische Akademie gekommen sind, sondern ganz generell die Münchner. Immerhin lebt Tancred d'Horst seit nahezu 60 Jahren in dieser Stadt, einer der größten weltweit gespielten lebenden Dramatiker. Er wohnt mit Ursula Ehler hier gewissermaßen um die Ecke. Aber die Stadt macht meines Erachtens keineswegs das Aufheben, das diese Gegenwart verdient. Am 15. Dezember vergangenen Jahres wurde Dorst 85 Jahre alt. Ich hätte erwartet, dass beide großen Münchner Theater Dorststücke um die Wette spielen. Nichts dergleichen. Dafür inszenierte man in Vietnam eine grandiose Aufführung von Dorsts Parzival, mit Z geschrieben zur Unterscheidung von Wagners Parsifal nach dem mittelalterlichen Epos von Wolfram von Eschenbach, Parzival. Und statt stolz darauf zu sein, dass nicht ein weit hergeholter, sondern unser Nigro Montanus den letzten Bayreuther Ring inszenierte, hatte die Münchner Presse, angeführt von der Süddeutschen Zeitung, nichts Besseres zu tun, als seine Arbeit bei jeder Gelegenheit mit Geringschätzung, um schlimmere Ausdrücke zu vermeiden, abzutun. Die trotz mancher, wie ich finde, selbstverständlicher städtischer Ehrungen, der kulturelle Ehrenpreis der Stadt München kam reichlich spät, für den 80-Jährigen 2006, 16 Jahre nach dem Büchnerpreis, die ungenügende Resonanz, die dem Jahrhunderttheaterdichter Tancred d'Horst in München zuteil wird, hat freilich auch etwas mit ihm selbst zu tun. Und zwar mit Eigenschaften, die zu den bei Schriftstellern seltensten und nicht hoch genug zu rühmenden gehören. Tancred d'Horst macht nämlich weder von seinem Werk noch von seinem Weltruhm noch von seiner Person besonderes Aufheben. Sie kennen wohl die Anekdote von dem Autor, der einen Besucher zunächst mit einem Wortschwall über seine Bedeutung und seine Erfolge eindeckt, um nach einer halben Stunde
innezuhalten mit der Bemerkung, und nun zu Ihnen. Wie hat Ihnen mein letztes Buch gefallen? Nein, Tancred d'Horst ist von solcher Ich-Besessenheit, die etwas anderes ist als Künstler-Egoismus, unendlich weit entfernt. Und das ist mehr als eine sympathische Charaktereigenschaft. Seine Uneitelkeit hat etwas zu tun mit der Substanz seines Werks. Schon die Tatsache, dass seit Jahrzehnten unter dem Titel seiner Stücke seine Frau Ursula Ehler als Mitarbeiterin genannt wird, wäre undenkbar bei übertriebenem Schöpferstolz. Auch bei der Inszenierung des Bayreuther Ring hielt er es nicht anders. In einem Interview antwortete er auf die Frage, Sie führen gemeinsam Regie? Wir arbeiten halt zusammen, so wie wir es immer machen. Diese Fähigkeit zur Zusammenarbeit mit anderen erstreckt sich auch auf die Regisseure und teilweise noch auf die Darsteller seiner Stücke. In der Auseinandersetzung und im dialogischen Zusammenfinden mit seinen Regisseuren, mit Peter Zadek, Peter Palitsch und Robert Wilson vor allem, sind viele Theaterstücke erst das geworden, was sie sind. Die Abfassung des Textes in der Schwabinger Wohnung ist nur eine erste Station auf dem Weg der Werkgenese, die bei den Theaterproben ihre Fortsetzung findet. Die Wirkung des sich als Person zurücknehmen Könnens geht aber noch weiter. Sie äußert sich in zwei wesentlichen Charakterzügen seines ebenso umfangreichen wie reichhaltigen Werks. Der eine ist dessen Vielstimmigkeit. Ich greife nur den auf den ersten Blick fast unglaublichen Unterschied zwischen dem Zyklus der sogenannten deutschen Stücke und dem zwischen Märchen und Mythos, Fantastik und Apokalyptik angesiedelten Ritterdramen. Der Merlin folgte ja unmittelbar auf den Realismus der Stücke bzw. Filme bzw. Erzählungen, die anhand einer Familiengeschichte die deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert bis in die Zeit des Mauerbaus vorführen. Dorothea Merz, die Reise nach Stettin, die Villa, Claras Mutter auf dem Chimborasso. Wie gut erinnere ich mich an die Aufführung der Münchner Kammerspiele am 16. Dezember 1976, an Maria Niklisch, Else Quecke, Klaus Ebert, Helmut Stange unter der Regie von Harald Klemen. 5 Jahre später sah ich dann an 2 Abenden hintereinander den Merlin wieder in den Kammerspielen in der Regie von Dieter Dorn mit dem wunderbaren Peter Lühr und den anderen Starschauspielern der Bühne, Thomas Holzmann, Gisela Stein, Lambert Hamel, Edgar Selge, Romuald Peckney. Und diese Merlin-Linie reicht eben nun bis zu Purcells Traum von King Arthur von 2004. Und ich freue mich, muss es auch meinerseits nochmal sagen, ich freue mich wirklich sehr, dass es gelungen ist, heute Abend Auszüge aus dieser Oper hier zu Gehör zu bringen. Die katholische Akademie macht's eben möglich. Und wir sitzen ja hier fast, das ist das Licht nicht mehr da bei der Türe, aber fast wie bei einem, es kommt mir fast wie ein Bühnenbild vor, wie wenn wir in einem Theaterstück auftreten würden. Tancred d'Horst erklärte einmal, er wolle gerne mehrere Menschen sein. Und tatsächlich hat man bei der Lektüre der 8-bändigen Werkausgabe den Eindruck, es mit einem ganzen Autorenkollektiv zu tun zu haben. Es kommt freilich beim genaueren Hinsehen dann doch der eine Dichter zum Vorschein, eben Merlin der Zauberer. Der zweite Charakterzug des Werks, der sich aus Tancred d'Horsts persönlicher Zurückhaltung ergibt,
ist das Fehlen von Rechthaberei, positiv ausgedrückt seine poetische Gerechtigkeit. Die Fähigkeit zu ihrer Hervorbringung ist ja die eigentliche Tugend des Dramatikers, die aber in den Jahrzehnten, in denen Dorsts Stücke aufgeführt wurden, zur oft kritisierten Rarität geworden war. Zwischen den herrschenden Formen des Argumentations und des Dokumentartheaters bewegt sich die Kunst des Dichters, den wir heute Abend bei uns haben, in großartiger Selbstverständlichkeit als ein aus den agierenden Personen wie von selbst sich entwickelndes Spiel. In dieser Hinsicht ist Dorsts Bemerkung zu verstehen, dass weniger der Autor sich einen Stoff suche, als umgekehrt ein Stoff sich einen Autor wähle. Seine Stücke sind keine Brechtschen Parabelstücke, die dem Publikum die einzig richtige, allein selig machende Lehre und Haltung beibringen wollen. Wobei Brechts Größe vielleicht gerade darin besteht, dass der Theaterdichter dem Lehrstückeschreiber immer wieder in den Rücken gefallen ist. Und sie sind von der großen Schmährede an der Stadtmauer von 1961 über den Toller von 1968, den Kotzebue-Mörder Sand von 1971, das Hamsun-Stück Eiszeit von 1973 bis zu den Fragmenten über D'Annunzio, der verbotene Garten von 1983 keine Dokumentarstücke à la Peter Weiß, Heiner Kipphardt oder Rolf Hochhuth. Es soll nichts mit ihnen bewiesen werden. Der Zuschauer soll sich ein Bild machen und als mündiger Mensch urteilen. Noch ein Wort zum Dorstschen Ring. Ich habe ihn 5-mal gesehen. In jedem Jahr also des Lustrums zwischen 2006 und 2010. Und ich habe auch die 3 vorausgehenden Inszenierungen, die von Jürgen Flimm, Alfred Kirchner und Harry Kupfer, je 5-mal gesehen. Das ergibt allein 80 Bayreuther Festspielaufführungen. Die größten, und dann kommen noch die ganzen anderen dazu, Parsifale und Tristane und Meistersinger und Lohengrins. Die größte Tugend dieser Inszenierung war wieder die größte Tugend Dorsts. Er hat sich als Regisseur nicht vorgedrängt. Nicht vor das Werk, nicht vor die ausführenden Künstler. Wie viel wert das ist, ermisst man, wenn man die derzeitigen Bayreuther Inszenierungen der Meistersinger oder des Lohengrin sieht. Mit Entsetzen habe ich heute in der Zeitung gelesen, dass der Neuenfels davon träumt, den Ring zu inszenieren, der nächsten. Oder sich an, der hat ja große Verdienste, der Neuenfels, sie haben mit ihm ja auch zusammen, aber also dieser Lohengrin ist schauerlich. Oder sich an Schlingensiefs Parsifal erinnert. Die Kritiker aber wollen in unheimlichem Unisono Opernregisseure im grellen Rampenlicht, nie dagewesene Einfälle und Deutungen. Natürlich bedeutet das Nicht-sich-Vordrängen keine Absenz. Für mich jedenfalls war der Regisseur in jedem der Bilder dieser 4 Abende präsent. Ich will jetzt seiner Präsenz hier und heute nicht länger im Wege stehen. Jetzt bin ich so gelobt worden, dass ich gar nicht mehr traue, meine Texte einfach zu lesen. Ja. Ich wollte lesen 2 kleine Texte, die nicht dramatisch sind, aber mit Theater zu tun haben. Und dann wollte ich eine Szene aus einem Stück, meinem Stück, was vor 2 Jahren erschienen ist, eine Szene lesen. Das ist über einen Schauspieler, der den eingebildet Kranken von Molière spielen soll. Und das führt zur Folge, dass er sich
Lehrern. Also, ja. Eine Szene, also eine Szene aus dem Stück, ich soll den eingebildeten Kranken spielen, wo die Geschichte von einem Schauspieler, der den eingebildeten Kranken eben spielen soll und der anfängt, sich mit seinem Körper und seinen Krankheiten, die er vorher gar nicht wahrgenommen hat, zu beschäftigen, um in der Rolle zu brillieren. Und es wird dabei immer schlimmer mit ihm und schließlich will er das Stück Molière zurückgeben. Und also ich, das kann ich mal. Vielleicht lese ich sie mal zuerst. Und Molière sagt, naja, was er sagt, das kommt wieder. Der Schauspieler heißt Falk, also der seine heutige Geschichte, ein heutiger Schauspieler. Falk läuft Molière in die Arme. Die Szene heißt, ich erfinde mich neu. Molière, da bist du ja, Falk. Wie sehe ich aus? Molière, fabelhaft, gesund und lebenswütig, sehr gut geeignet, meinen Argon zu spielen. Falk, ich komme damit überhaupt nicht zurecht, quäle mich damit herum, bin aggressiv, schikaniere andere Leute, bin allen lästig, aber das scheint dir ganz egal zu sein. Molière, stimmt. Falk, dringlich, sag mir doch, Molière, du wirst schon zurechtkommen. Es ist eine dankbare Rolle. Ich habe den Argon zu meiner Zeit selbst gespielt. In der Comédie Française, letzter Auftritt, mein Erstickungshusten war echt und großer Beifall. Falk, und du bist darüber gestorben, Molière? Ja, auf der Bühne, in dem Sessel, in dem ich den Argon gespielt habe. Falk, ich will aber nicht sterben, Molière. Du wirst schon zurechtkommen. Falk, welche Hybris, eine Figur zu erfinden wie mich. Molière, Argan, sieht ihm nah ins Gesicht und lacht. Falk, oh, du tückischer Gott, du hast die Welt erfunden und dann hast du sie allein gelassen. Ich gebe meine Rolle zurück, den Text habe ich vergessen. Er gibt ihm das Textbuch. Molière, und dann, was machst du? Falk, ich genieße mein Leben, ich habe vieles vor. Es gibt so vieles, was ich mir ansehen will, was ich bewundern will. Ich werde reisen, das Fremde sehen, andere Länder sehen, Wüste und Urwald. Kennst du Malibu? Falk, als ich noch Schauspieler war, habe ich Natur gar nicht wahrgenommen. Sie war mir nicht wichtig. Aber gestern Nachmittag sah ich plötzlich das rot schimmernde Ahornblatt durch die Luft taumeln. Wie schön, wie eigenartig, was für ein Zauberding. Die glänzende Oberfläche lässt im Herbstlicht das feine Geäder darunter ahnen. Es schaukelt leicht dahin. Es will nicht fallen, dreht sich, taumelt, wirbelt wieder hoch. Oh, mein rotes, zart, gliedriges Ahornblatt, du fällst wieder, du hältst dich schwebend noch einen Augenblick, kreisest auf einem Lufthauch, fällst tiefer hinab, aber im Fallen tanzt du, wie ich. Molière, aus deinen Worten höre ich ja Angst raus. Falk, Angst, wovor denn, Molière? Na, davor, dass du das alles bald nicht mehr sehen wirst. Falk, ich gehorche dir nicht, ich gebe die Rolle ab, ich erfinde mich neu und gehe ein Lied pfeifend davon. Molière, du bist mein Argon, ich habe dich erfunden. Falk, ich gehorche dir nicht. Molière, du fällst hin, legst dich auf den Boden und stirbst. Falk, ich sterbe? Molière, du tust so, so steht es in meinem Stück. Falk gehorcht zögernd. Molière, und dann kommen die anderen und du erfährst, was sie wirklich von dir halten. Falk richtet sich wieder auf. Ich will den Tod nicht spielen. Molière, bleib liegen, bleib liegen, bleib liegen, rühr dich nicht. Falk lässt sich wieder fallen. Molière, du bist tot und das Publikum lacht. Falk richtet sich wieder auf. Lacht? Molière, bleib liegen und schließ deine Augen. Die Frau als Belline aus dem Stück von Molière, das ist aus der Molière-Komödie, kommt gerannt und schreit, wozu war er denn überhaupt auf der Welt? Ein Vieh, das allen lästig war, ein unsauberes, ekelhaftes Vieh, immer ein
Klistier oder irgendeine andere Brühe im Bauch. Immer hat er gekotzt, gerotzt, gerülpst, gesabbert und gespuckt. Ein langweiliger Kloß ohne Hirn. Immer in mieser Laune. Hat die Leute geplagt und mit dem Personal herumgekeift. Tag und Nacht. Sie rennt davon. Molière klatscht Beifall. Eine schöne Leichenpredigt. Falk ruft ihr nach. Schön, dass du mir das jetzt gesagt hast. Ich weiß jetzt Bescheid über meine Zukunft. Die Frau kommt noch einmal zurück. Was schreist du denn? Hast du einen bösen Traum gehabt? Als ich im Garten draußen war, habe ich dich schreien hören. Falk verwirrt. Du warst im Garten? Die Frau, ja. Falk, wann denn? Die Frau, ich habe dir die Kirschen gepflückt, zeigt sie ihm. Falk, verwirrt, sieht sich suchend um. Molière, Molière. Aber Molière ist verschwunden. Falk wischt sich über das Gesicht ist weiß. Das ist die Szene und das ist auch eigentlich der Schluss von diesem Stück über den eingebetet Kranken. Dann habe ich noch eine kleine Geschichte hier, die heißt Play Reading, habe ich mal aufgeschrieben, weil ich ja öfter mitgemacht habe im Theater, wo also eine, was man Play Reading nennt, also es wird keine vollständige Aufführung, sondern die Schauspieler haben einen Lesetext, den lesen sie und es ist eine Leseprobe irgendwie. Und das hat mich immer interessiert, was das eigentlich ist, und da habe ich diesen folgenden kleinen Text da geschrieben. Die Schauspieler nahmen die Manuskriptseiten des neuen, ihnen noch unbekannten Stückes, das sie aufführen sollten, vom Tisch und fingen an zu sprechen. Jeder las den Text seiner Rolle ab, wenn die Seite zu Ende war, ließen sie die Blätter fallen. Sie entdeckten nach und nach die ihnen zubestimmte Geschichte und ihre eigene Rolle darin. Einer, der sich nie Gedanken machte, philosophierte weit über seine Einsichten hinaus. Ein anderer zeigte unversehens einen bösartigen Charakter, den man ihm sonst nie zugetraut hätte. Er wurde sogar zum Mörder. Die Schöne, daran gewöhnt, Siegerin zu sein, merkte, dass sie einer Intrige zum Opfer fiel. Der lustige, geschwätzige Bursche musste seine Gefühle wortlos ausdrücken, denn dem lustige Sätze waren für ihn nicht vorgesehen. Ein junges Mädchen hatte die wirren Sätze einer verbitterten Alten zu sprechen. Jedes Mal zerknüllte sie wütend das Blatt, ehe sie es fallen ließ. Ein in seinem Privatleben vorsichtiger, kühler Mensch stürzte sich als gieriger Spekulant in Geschäfte, die ihn ruinierten. Ein anderer fühlte sich durch die großtönenden Sätze, die er von den Blättern ablas, endlich bestätigt, so gefiel er sich. Während das Drama hin und her ging und schließlich zum tragikomischen Schluss führte, wurde der Boden allmählich mit den abgelegten Blättern bedeckt, so dicht, dass die Erdkruste, die Bretter, die Teppiche, das Rasenstück, die Wege, die Treppen, die Terrassen und Balkone, die Stühle, an denen die Schauspieler sich festgehalten, die Tische, um die sie sich flüchtig gruppiert hatten, nicht mehr zu sehen waren unter den abgelegenen Papieren mit den Dialogzeilen. Und als am Ende die Schauspieler mit leeren Händen standen, wussten sie nichts mehr zu sagen, verbeugten sich vor dem ihnen unverständlichen Applaus, der ihnen der Dialoge wegen überraschend heftig entgegenschlug. Nachdem der provisorische Vorgang endgültig geschlossen war, liefen sie noch eine Weile ratlos, wortlos, ziellos hin und her, hasteten über die Blätter wie über ihre Geschichte und bückten sich hier und da, um zu sehen, was unter dem Wust von Papier verborgen war, entdeckten so allmählich die Plastikböden, die Teppiche, das Rasenstück, die Stühle und Tische wieder, fegten die inzwischen schmutzigen und zerknitterten Papiere zusammen und zündeten sie wie einen Haufen Unrat an. Dann versuchten sie, auf dem wiederentdeckten Boden und mit den wiederentdeckten Gegenständen weiterzuleben, was ihnen misslang. Sie hatten ihre Sprache verloren, an ihre Geschichte konnten sie sich nicht mehr erinnern. Das ist das. Und dann habe ich noch so eine kleine Parabel geschrieben, die ich auch lesen möchte. Die heißt: Der berühmteste Maler der Welt.
Der berühmteste Maler der Welt, dessen Bilder die teuersten waren, weil er die Gegenstände und Personen wahrer und treffender malen konnte, als sie sich selber darstellten, hatte eines Tages keine Lust mehr, die Welt zu betrachten. So ging er hin und sagte zu einem reichen Mann: Gib mir dein Haus, ich gebe dir mein Bild von deinem Haus dafür. Zu einem anderen sagte er: Gib mir deinen Rolls-Royce, ich gebe dir dafür das Bild, das ich von deinem Fahrzeug gemalt habe. Einem dritten versprach er, ein Bild von seiner jungen Frau zu malen und dieses ihm zu geben, wenn er dafür die Frau ihm überlasse. Und als die Maler, weil die Bilder so viel wertvoller waren als alle Gegenstände und Personen, waren die Besitzer mit dem Tausch einverstanden. Der Maler aber ließ das Haus abreißen, das Auto verschrotten, die Frau beseitigen. So räumte er allmählich seine Umgebung aus und fühlte sich glücklich im Leeren. Das ist natürlich, da haben Sie schon wieder die Bescheidenheit gemerkt. Ein anderer Autor, der hätte jetzt so richtig mal alles ausgepackt, was endlich mal los wird, und er hat sich so kurz gefasst. War ich zu kurz? Naja, es war trotzdem wunderbar. Ja, also das berühmte Gespräch. Ich bin ja gar nicht auf Ihre Biografie eingegangen, weil man die ja auch überall nachlesen kann. Aber eine Station Ihres Lebensweges möchte ich herausheben, die Sie mit dem Etikett meine Entdeckung Amerikas versehen haben. Sie kamen 20-jährig in ein 18-jährig in ein amerikanisches Gefangenenlager. Was meinen Sie mit der Entdeckung Amerikas und welche Rolle spielt sie für Ihr weiteres Leben und Schreiben? Ja, na, ich denke, wenn man älter wird, aber vielleicht schon in früheren Jahren, fängt man doch an, über sich selber nachzudenken und warum man selber so ist und warum dies und jenes mit ihm geschehen ist. Und beim Nachdenken darüber bin ich natürlich wieder, habe ich mich besonnen zurückgedacht in die Zeit, als ich in einem Gefangenenlager in Amerika war. Und ich dachte, und ich war damals 18 oder so, wir sind von der Schule weg eingezogen worden, und war ich 4 Wochen Soldat oder ein bisschen länger und dann, oder ein paar, 2 Monate Soldat, und dann kam ich zu meinem Glück in Gefangenschaft. Und diese Gefangenschaft, die mich durch verschiedene Lager in Amerika geführt hat, habe ich immer angesehen als meine Universität, sozusagen als meine Lehrzeit, weil ich war immer mit vielen Menschen zusammen und im Gefangenenlager natürlich, in einem Zaun eingezäunt. Und mein Blick fiel natürlich auf das Land, was hinter dem Zaun lag, von dem ich ja keine Ahnung hatte, weil wir waren mit dem Schiff darüber transportiert worden nach Amerika. Und auch das möchte ich noch 2 Zeilen dazu sagen. Und dann in verschiedenen Lagern verteilt. Und haben dort gearbeitet, doch 2,5 Jahre, glaube ich, oder so. Und und ich dachte, wie ist das eigentlich, wie ist denn das Leben draußen? Und meine Vorstellung von Amerika war natürlich nicht die von einem pubertären Soldaten, halb pubertären Soldaten, der jetzt in Gefangenschaft kommt, sondern meine Vorstellung von Amerika war Karl May und waren die Wildtöter, waren die Lederstrumpfgeschichten und so. Und ich dachte, man sollte doch mal beschreiben oder darstellen, komischerweise ist das so viel, ich weiß, niemals gemacht worden, was eigentlich in so einem Jungen vorgeht, der das Leben ja überhaupt nicht kennt, der in einem Lager ist und durch den Zaun sieht, was dahinter die amerikanische Welt ist, und auch die Menschen, mit denen er zusammen ist, zu den Amerikanern. Es hat mich
ich wusste ja nichts über die und habe so meine eigenen Fantasien gehabt und habe mir, ich erinnere mich an einen jungen amerikanischen Soldaten, der mich bewacht hat, mich und noch ein paar andere. Und ich habe, der war nicht besonders interessiert an mir, weil der war so alt wie ich. Und ich habe mir dann so vorgestellt, wie lebt dieser Mensch? Was macht er, wenn er nach Hause geht? Wenn ich in meinem Lager bin, was steht da? Hat er eine Familie oder ist da überhaupt was? Was ist? Ich wusste eben gar nichts über dieses Land. Und so habe ich dann auch angefangen, und das fände ich eben ganz schön, würde ich ganz gerne schreiben, so mir meine eigenen Gedanken über Amerika zu machen, die natürlich vollkommen falsch waren. Also das hat keine, der Realitätsgehalt ist gering. Es waren die eigenen Fantasien und die eigene Jugend und die eigene seltsame Situation, dass man in einem Lager sich aufhalten muss, aus einem thüringischen Dorf kommend. Es war eine fremde Welt. Und ganz stark war der Eindruck, wie ich sozusagen Amerika entdeckt habe. Das war in einem Schiff. Wir sind mit einem großen Schiff, wurden wir angeblich 4000 Gefangenen oder so. Also ein Truppentransporter wurde ich also mit nach Amerika gebracht. Und das war so kurz vor Kriegsende. Der Truppentransporter hatte so mehrere Stockwerke und ich war ganz unten, also unter dem Meeresspiegel sozusagen, und habe da mich gewundert über die Zeitungen, die da lagen. Die Zeitung Live fand ich da. Das waren auf dem Weg nach Amerika, waren amerikanische Truppen nach Deutschland gebracht worden und Gefangene zurück. Und die haben dann auch ihre Zeitungen und ihre Papiere hinterlassen. Da habe ich gedacht, wie komisch, da gab es so Comics. Und Comic kannte man in Deutschland nicht. Erst habe ich gedacht, da müssen Kinder transportiert worden sein. Und die haben gelesen, diese Bildchen. Und komisch. Und dann erinnere ich mich, es gab die Zeitung Live, die gibt es ja noch, die Zeitschrift Live. Und da weiß ich noch, was drin war. Das war einfach, Carmen Jones von einer schwarzen Truppe gespielt, waren Fotos davon. Und das andere war, mich hat natürlich Theater immer besonders interessiert, das andere war Cherry Orchard, der Kirschgarten. Eine Aufführung vom Kirschgarten in New York war eine Reportage darüber. Und dann war noch darin eine Reportage oder in mehreren Aufnahmen ein Flammenwerfer sich richtet auf einen japanischen Soldaten und wie er von diesen Flammen getötet wird. So, das war so in 5 oder 6 Bildern. Das war sozusagen der erste Eindruck von mir von dem Land. Und dann wie wir ankamen, dann hieß es dann, wurde uns gesagt, wir kommen jetzt in Amerika an, in New York. Das Schiff fährt nach New York rein und jeder kann nochmal über Deck gehen und sehen, wie das aussieht. So. Und dann ging eine endlose Schlange von 2000, 3000 Menschen die Treppen rauf und runter und wieder rauf und höher rauf, so eiserne Treppen, wie das so in solchen Schiffen ist. Und ich war dabei und schob mich eben auch ganz langsam vor. Und dann kam schließlich auch nach oben, also an Deck, um was zu sehen. Ich hatte vorher war nichts zu sehen. Und wie ich oben war, war es dunkel. Inzwischen war es Nacht geworden. Ging dann über Deck und da sah ich, wie das Schiff, wir eigentlich mit dem Schiff eigentlich direkt, ich hatte das Gefühl, wir fahren in diese Stadt New York einfach rein. Das ist so, ist ja nah, also das Land ist ja nah, links ist die Freiheitsstatue, rechts sind diese riesigen, damals ich vom Dorf kommend, mit Erstaunen betrachteten Hochhäuser und Wolkenkratzer, die da waren und beleuchtet waren, bis oben hin, bis ins 30. Stockwerk. Und das ist eigentlich das Ganze eine Lichtorgie war. Und ich kam ja aus dem dunklen Europa und es war, die Nacht waren ja, Nächte waren verdunkelt im Krieg. Es dürfte kein Licht sein in der Nacht wegen der Flieger. Und so habe ich eigentlich, in meiner Kindheit war ich im Schwarzen, im Dunkeln. Und wie ich da oben raufging und sah dieses
unglaubliche Lichtwunder von New York, habe ich gedacht, was ist das für eine Stadt? Und habe immer noch an meinen Winnetou gedacht, natürlich. Aber ja, und dann ging ich wieder runter, dann lief da rüber, man durfte ja nicht stehen bleiben, es mussten ja alle da rüberkommen. Und dann ging es dann die Treppe hinten wieder runter ins untere Deck und dann war es wieder dunkel. Oder war es wieder, also die Stadt war weg. Das war so der erste Blick, mein erster Blick auf Amerika. Sie haben ja auch während dieser Gefangenschaft den Zauberberg merkwürdigerweise bekommen. Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob das Rote Kreuz das gemacht hat, es gab Bücher für Gefangene, also Sonderdruck oder so etwas. Und das waren nicht, es gab so, in meiner Erinnerung waren das so 12 oder 15 Bücher. Und aber diese 12 oder 15 Bücher waren die eigentliche deutsche Literatur. Also das war Thomas Mann und Heinrich Mann und Heine natürlich und also es war alles die Bücher, die in Deutschland ja verboten waren, die gab es gar nicht und für mich gab es das ja auch nicht und ich habe das alles verschlungen natürlich, was ich kriegen konnte und ich erinnere mich, ich hatte einen gleichaltrigen Jungen, mit dem haben wir auch dem habe ich zusammen gearbeitet. Wir mussten einen Graben ziehen unter einem auf Pfählen stehenden größeren Haus und wir hatten einen Posten, der uns bewachte, der interessierte sich aber auch nicht so stark für uns und wir haben dann gegraben und fingen an, das an der Stelle an einer Ecke zu einen Graben zu ziehen und haben das weitergemacht und waren dann nach ein paar Tagen waren wir verschwunden. Der Posten konnte, der Wache konnte uns nicht mehr sehen, wir waren unter dem Haus unten drunter. Und dann haben wir es so gemacht, dass der eine, und wir hatten damals den Zauberberg erworben, waren zwei Bände, Taschenbuchgröße, und da hatte mir der eine, der war auch Schüler wie ich, wir waren ja vom Beruf Schüler, das hat mal der andere gelesen und der eine oder andere gearbeitet. Wir haben uns abgewechselt. Und so haben wir auf diese Weise, bis wir drüben wieder rauskamen aus dem Haus, am anderen Ende, haben wir fast den ganzen Zauberberg gelesen. Bei der nächsten Frage muss ich ein bisschen weiter ausholen. Es geht um das Thema Utopie. In Ihrer Erzählung Claras Mutter, die ja kurz vor dem Merlin entstanden ist, 1978, man muss eigentlich Merlin sagen, oder? Vorne Merlin, ich sage immer so hinten. Wollen sich die drei Protagonisten, Claras Mutter, Clara und der polnische Flüchtling, Herbert Kupka, ein Haus bauen. Und dieses Haus soll anders werden als die Häuser des Dorfes, in dem die Geschichte spielt. Es soll rund werden, eine Art Tempel. Als es schließlich fertig ist, unterscheidet es sich aber doch kaum von einer ganz gewöhnlichen Hütte. Sie hatten eine Vision gehabt, heißt es, aber die Vision nahm keine Gestalt an. Und dann kommt der herrliche Satz: Das Rechteck besiegte die Fantasie. Die Vision, die Utopie scheitern also. Und in Merlin ist es ja so, dass die Artusrunde sich auflöst und an das Intermezzo eines Versuchs, denn die Konflikte des Zusammenlebens friedlich, das heißt eben mit Worten statt mit Waffen im Gespräch auszutragen, schließt sich dann die Wiederkehr der gewaltsamen Lösungen an. Zurück bleibt schließlich das wüste Land, der Untertitel des Stücks. Meine Frage ist jetzt, bedeutet Ihre tiefe Skepsis gegenüber der Utopie, bedeutet der Sieg des Rechtecks über die Vision, dass Fantasie, Visionen, Utopien, das Bloch'sche Prinzip Hoffnung keinen Platz in unserer Welt haben sollen? Ich hoffe, Sie sagen... Nein. Nein. Ja, ich sage nein. Ich denke, ohne eine Utopie kann man ein Mensch gar nicht leben. Also ohne eine Vorstellung. Und es bildet sich einfach, wie sich andere Körperteile auch entwickeln, entwickelt sich auch das,
die Fantasie. Und ich denke, jetzt mal im schlichten Sinne, die Utopie ist ja schon, wenn man beschließt, morgens aufzustehen und diesen Tag, der wahrscheinlich hindernisreich und vielleicht scheußlich wird, aber doch zu beginnen, indem man mit der Hoffnung, dass es vielleicht doch alles wieder schön wird. Also, und ich meine schon, wenn Sie die Zähne putzen, hat man ja eine Utopie, was man am Tag über, mit wem man zusammenkommt und was an dem Tag passieren soll. Ich meine, aber das ist jetzt so, jeder Mensch hat doch seine eigene Vorstellung, wie er sein soll und will. Und ich habe immer gedacht, der Mensch ist, er scheitert natürlich immer, wie wir alle wissen. Das Leben besteht ja eigentlich im Wesentlichen aus Scheitern. Das ist so, aber man macht weiter so, und das ist auch richtig, also jedenfalls für mich. Ich habe ja einfach sozusagen, ich habe mir immer gedacht, ich wusste auch nicht, was ich werden sollte, konnte mir auch nicht vorstellen, wie ich mein Brot verdiene. Also das war mir alles schwierig. Aber ich dachte, irgendwie wird es schon kommen, von Gott oder von irgendjemand, ich weiß nicht, also wer dafür zuständig ist, für mich niemand wahrscheinlich. Aber die Utopie ist ja das, was uns am Leben hält, denke ich. Oder, ja. Sie haben mit zahlreichen bedeutenden Regisseuren und Schauspielern zusammengearbeitet. Um es mit Faust zu sagen, so wirst du mir denn doch gestehen, du hast die Größten deiner Zeit gesehen, doch unter den heroischen Gestalten, wen hast du für den Tüchtigsten gehalten? Welche Regisseure, welche Schauspieler waren für Sie besonders wichtig? Ja, ganz für mich besonders wichtig, auch persönlich im Umgang wichtig, war für mich der Peter Zadek. Und das war so, als ich angefangen habe und er auch in Deutschland angefangen hat, ungefähr im gleichen Jahr, so 1960 ungefähr. Da habe ich ihn kennengelernt, und da war er aus England gekommen. Er war ein Emigrantenkind und ist in England, hat einen englischen Bildungshintergrund auch gehabt. Aber was mir in der Zusammenarbeit mit ihm, die ja doch über viele Jahre ging und immer wieder auch mit Streitigkeiten oder mit Zerwürfnissen, aber wieder zusammen, es war doch eine, wenn auch komplizierte, aber doch Freundschaft. Und ich habe, was für mich wertvoll war, und das ist, denke, hat eigentlich weniger mit Theater zu tun, ich denke, er hat mich gefordert und gezwungen, meine eigene Meinung zu sagen. Also nicht zu sagen, was er denkt und was andere denken, sondern habe mich in die Lage gebracht zu sagen, ich finde es aber so und ich finde das so richtig. Und dann streitet man sich darüber. Und das war gut, weil das so, ich ja eher auch mit meiner Meinung eher zurückhaltend bin soll. Und denke, auch das hat vielleicht mit der Biografie zu tun, denke, ich höre lieber anderen zu. Und auch meine Arbeit besteht auch zum großen Teil darin, dass ich anderen zuhöre und das festhalte, so Dialoge oder so. Das ist ja, meine Tätigkeit. Aber und Zadek hatte eine große szenische Fantasie und hat viele Sachen gemacht, die erst heute jetzt neu erscheinen und damals schon sehr kühn waren, aber vielleicht auch nicht so, dass man einen ganzen Stil darauf begründen kann. Aber mit ihm, und dann habe ich das Gegenteil zu Peter Zadek war der Peter Palitzsch. Mit dem habe ich auch viel und auch sehr freundschaftlich verbunden. Der kam nun von der Brecht-Seite her, war ja Assistent von Brecht gewesen und war so ein Intellektueller und war dann aber
eigentlich, die wir dann gefunden haben, im Umgang, wenn wir etwas gemeinsam gemacht haben, und wir haben mehrere Sachen zusammen gemacht, 5 oder 6, und da war er nicht eng oder nicht doktrinär, aber hatte so einen scharfen analytischen Verstand, würde ich sagen. Aber er hatte, was mich immer belustigt hat, er hatte eigentlich, denke ich, wenig Weltkenntnis. Er lebte im Theater und ging morgens ins Theater und nachts wieder raus. Und ich weiß, wir haben einen Film gedreht, Sand hieß der Film, ja. Und den haben wir mit Laien gemacht. Also das ist so sehr, der Film hat so seine besondere Eigenart, dadurch, dass die auch laienhaft nicht spielen, sondern dass sie die Art, wie sie reden, die Menschen, die da vorkommen. Und das ist über den Kotzebue-Mörder Sand, ein Student, der von Jena nach Mannheim gegangen ist, um dort den deutschen Dramatiker Kotzebue, der sozusagen ein Anui der damaligen Zeit war oder so, ein Erfolgsschriftsteller war, zu ermorden. Und mich hat das, ich war da drauf gekommen, weil so eine Reise von Jena nach Mannheim damals, ich sag so 4 Tage oder so gebraucht hat, und er hat aber 20 Tage gebraucht. Das heißt, er ist immer langsamer gegangen, je näher er an den Ort kam, wo der Mord stattfinden sollte. Das hat mich so interessiert, was so in einem, so eine Attentätergeschichte. Das hat mich interessiert. Die Motive gesucht haben, Motivsuche, das ist immer, habe ich auch immer eine schöne Tätigkeit gefunden, auch beim Filme machen, weil man kommt so in andere Leben, man sickert so ein, merkwürdige Dinge erlebt man. Und der Peter Palisch, weiß ich noch, dass wir in Wunsiedel, da oben, wo der Film gedreht wurde, beieinander saßen. Herr Palitsch kam später zu uns mit dem Auto von Frankfurt rüber, wo er in der Intendanz war vom Theater, und er kam und erzählte von einem, dass er irgendwo in einer fränkischen Wirtschaft gesessen habe, und da waren vier fränkische Bauern, die spielten Karten, und er hat dazu geguckt und fand, da ist ihm auch eine Welt aufgegangen. Das hat er, wie die sind. Er kannte das nicht. Er kannte nur das Theater. Und das, wie die sind, hat ihn so überrascht, und er konnte gar nicht genug kriegen und sagte, war also geradezu süchtig. Und bei Film ist man ja mehr am Leben als im Theater. Das Theater ist eine Kunsttempel. Naja, das waren die zwei, und dann habe ich natürlich mit Dieter Dorn hatte den Merlin gemacht damals, sehr schön, und noch eine, auf dem Chimborazo hat er auch gemacht. Der Klimen gemacht. Nee, ja, hier war der Klimen. Aber dort in Berlin. In Berlin war der Dorn. Naja, aber ich weiß nicht, so eine Verhältnis für einen Autor und Regisseur, das ist ja oft problematisch und führt zu Konflikten auch. Manchmal. Und es gibt Regisseure, die wollen gar nicht, dass der Autor dabei ist. Die wollen auch an sich, die Regisseure denken ja immer, der Autor ist schon längst gestorben. Es sind ja auch viele gestorben. Von Sophokles bis Shakespeare ist ja keiner da. Aber ich weiß auch, der Dorn noch mit Erstaunen sieht, dass da der Autor sieht und bei der Probe zuschaut. So. Aber da sind viele Konfliktmöglichkeiten drin, die jetzt natürlich noch viel mehr als es früher war, wie ich angefangen habe. Gab es einen juristischen Streit mit Frisch und dem Sartre und dem Nölte. Klar, der wunderbare Regisseur war, aber ein schwieriger Mensch. Und der Nölte macht ein Stück von Frisch, und ich war mit Frisch, waren wir so ganz befreundet so und wohnte bei ihm, und dadurch habe ich das so mitbekommen damals. Der Nölte sollte eine Uraufführung machen von einem Frischstück, Biografie hieß das. Mhm. Und der Nölte hat den Autor nicht zugelassen bei der Probe. Das war das Zürcher Schauspielhaus,
Und Fritsch war ja in dem Haus zu Hause eigentlich. Aber der Nölte wollte es nicht haben, dass der Autor dazu kommt. Und dann, dann hat er sich doch mal reingeschlichen, der Fritsch, und fand es irgendwie, es hat ihm nicht gefallen. Obwohl er vielleicht auch Unrecht hatte. Aber jedenfalls, und da wurde das dann abgesagt. Die Premiere, ich weiß nicht, hat jemand anders gemacht dann. Aber das war so die Veränderung vom Nölte waren harmlos. Also das war nicht so, dass wir heute ganz andere sagen. Heute schreibt man einfach beim Büchner noch 15 dazu, der Regisseur, weil er noch irgendeine Grenzgeschichte haben will oder so. Aber das war, und das habe ich so miterlebt und fand es, und der Nölte hat ihm vorher, kam das Manuskript mit Strichen, Anmerkungen von Nölte, bekam der Frisch zugestellt, und das sah aus, wir haben das aufgemacht, das sah aus, mit Rotstift hatte, angeschaut, das sah aus wie jemand in der Schule eine 5 oder 6 geschrieben hat. Es war einfach mit Fragezeichen, Ausrufezeichen durchgestrichen und so. Und das war, das ist dann schwierig. Obwohl ich auch der Unterschied, also viele Menschen wissen ja nicht, und man kann das auch selber nicht immer sagen, was ist der, ist das jetzt ein Einfall vom Regisseur oder ist das vom Autor? Im Idealfalle ist der Autor ja auch der Regisseur, das gibt es ja auch. Molière zum Beispiel. Am Faden verloren. Schön. Ich komme noch zu einer letzten Frage, und die bezieht sich auf den legendären Apothekerschrank in der Münchner Wohnung in der Karl-Theodor-Straße, der das Material für neue Stücke bereithält. Und er soll ja immer eine riesige Menge von Materialien, Notizen, Entwürfen, Plänen enthalten haben. Wie sieht es gegenwärtig in diesem Apothekerschrank aus? Der Schrank ist ziemlich voll. Das sind so ein Apothekerschrank, haben wir in Pasing, wurde eine Apotheke aufgelöst, und dann haben wir dieses Kirschbaum-Möbelstück, eine Bücher, eigentlich mit Wand, wo für Medizin und mit Fächern waren so große Fächer, so etwas vergrößerte Schuhkartongröße, und in jedem von, das sind ungefähr 30 Fächer, und in jedem von diesen Fächern, fast in jedem Fach sind Pläne oder Ideen oder Rudimente oder Fragmente von einer bestimmten Arbeit. Und so. Aber ich meine, ob ich dazu komme, das jemals wieder ins Leben zurückzuholen, weiß ich nicht. Aber ich habe doch immer, ich sehe jetzt, wenn ich das so durchsehe, und ich sehe es jetzt durch, weil das alles nach Marbach kommt, denke ich, soll ja nicht alles nach Marbach kommen müssen. Behalte ich lieber für mich. Aber ich sehe, dass ich so vieles angefangen habe, und dann ist es nicht weitergegangen, und dann bleibt es liegen, und dann nach ein paar Jahren gucke ich mir das wieder an und sehe doch, da war doch was dran, oder die Geschichte kann man doch weiterführen auf andere Weise. So dass ich so zwischen den einzelnen Fächern auch eine gewisse Korrespondenz ab und zu gibt. Man kann ja nicht, natürlich, ich selber habe immer das Gefühl, ich schreibe immer dasselbe Stück, aber gesagt wurde das Gegenteil. Häufiger habe ich in Kritik gelesen, dass jedes Stück ist anders, und das darf man eigentlich auch nicht sein. Man muss eigentlich immer so in der Malerei ganz stark, aber auch in der Literatur. Es muss immer, soll ja immer erkennbar sein. Also, das ist es ja auch. Ja. Und, naja, aber dieser Apothekerschrank ist so, da ist alles drin, was sozusagen meine Lebenspläne sozusagen ausgemacht hat. Viele Pläne, viele Geschichtenpläne, Rudimente von Stücken, Dialogstücke und so weiter.
Aber inzwischen Stücke gibt es ja doch inzwischen. Ganz viele. Ja, 40 oder so ungefähr, ne?